meine Lieben, wie ihr sicherlich ja wisst, ist gerade Zwetschgen- und Pflaumenzeit. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache etwas mit Zwetschgen, nämlich Zwetschgenkuchen, auch Zwetschgen-Dachi genannt. So sehen die aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie man die zubereitet, dann bleibt jetzt dran. Für unseren Hefeteig benötigen wir folgende Zutaten. Wir brauchen 250 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, 50 Gramm Butter oder Margarine, einen halben Würfel Hefe, ein Ei und 125 Milliliter lauwarme Milch. Zuerst geben wir unser Mehl in die Schüssel. Geben die Hefe hinein. Den Zucker, das Ei, die Butter und die lauwarme Milch. Und nun verkneten wir dies zu einem schönen Teig. Es kann sein, dass ihr noch ein bisschen Mehl hinzugeben müsst. Also ich habe jetzt ungefähr 300 Gramm Mehl benötigt. Es kommt dann auch immer auf die Eiergröße an. Ich hatte diesmal ein Ei der Größe L und ich denke, dass ich deshalb noch Mehl benötigt habe. Ihr könnt den Teig auch ein bisschen auf der Arbeitsfläche noch kneten. Das ist auch sehr gut. Jetzt ein bisschen einfacher. So, wenn ihr den Teig dann fertig habt, tut ihr ihn wieder in die Schüssel hinein und legt ein Geschirrtuch darüber und gebt ihn an einen warmen Ort und lasst ihn dort 30 Minuten ruhen. Für unseren Belag benötigen wir folgende Zutaten. Wir brauchen eine Zucker-Zimt-Mischung. Die habe ich jetzt aus 50 Gramm Zucker und 2 Esslöffel Zimt hergestellt. Dann brauchen wir 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Butter und 200 Gramm Zucker und 1 Kilo Zwetschgen. Zunächst werden wir erst die Streusel herstellen. Das machen wir aus dem Mehl, aus der Butter und aus dem Zucker. Dazu nehmen wir uns jetzt die Schüssel mit dem Mehl, geben den Zucker hinzu und die Butter und verkneten dies nun, bis Streusel entstehen. Wenn ihr dann so leckere Butterstreusel erhalten habt, geben wir die in den Kühlschrank. Nun machen wir mit den Zwetschgen weiter, die sind jetzt bereits gewaschen. Wir entfernen den Kern und vierteln diese. Also erst halber, ja, ups, erst halb und dann vierteln. Dann gibt es sie in der Schüssel. Einmal drum herum schneiden, aufmachen, Kern herausnehmen und vierteln.
Wenn wir dann alle Zwetschgen geviertelt haben, können wir sie zur Seite stellen. Und dann schauen wir mal nach unserem Teig. Unser Hefeteig ist schön aufgegangen. Aus diesem Hefeteig formen wir nun 10 ungefähr gleich große Bällchen. Erstmal nehmen wir ihn aus der Schüssel. Ihr könnt es jetzt entweder nach Gefühl machen oder mit einer Küchenwaage. Ich wiege den Teig jetzt gerade mal. Also der Teig hat 660 Gramm. Das heißt, jedes Bällchen muss ungefähr 66 Gramm haben. So, wenn ihr euer Teig dann in 10 Bällchen geformt habt, nehmen wir uns mal ein Bällchen und wellen dies nun ein bisschen aus. So, wenn ihr den Teig dann ungefähr auf so eine Größe ausgewählt habt, könnt ihr ihn auf euer Backblech geben mit Backpapier. Und dann belegen wir dies jetzt mit unseren Zwetschgen. Und zwar bilden wir da jetzt eine. Einfach immer ein bisschen so seitlich hinlegen und dann aneinandergereiht und mittig dann gerade 2 Stück so rein. Ja? So. Und das machen wir jetzt mit den anderen einfach auch. Ein bisschen Mehl wieder auswählen. Also auf ein Backblech bekommt ihr so 4 Stück drauf. Wieder belegen. Euer Backofen müsst ihr vorheizen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Wenn ihr eure Zwetschgen-Dachis belegt habt, müsst ihr sie nochmal 25 Minuten gehen lassen. Und danach werden sie ungefähr 25 bis 30 Minuten gebacken. Jetzt haben wir 2 Stück mal mit Zwetschgen belegt. Dann macht ihr den Zimtzucker drauf. Gerade so ein bisschen drüber streuen. Und eure Butterstreusel aus dem Kühlschrank. Gerade so drüber geben. Und dies lasst ihr jetzt nun nochmal 25 Minuten an einem warmen Ort gehen. Und so machen wir das jetzt mit allen. Wer viel Streusel will, macht viel Streusel drauf. Wer wenig Streusel will, macht wenig Streusel drauf. Das ist euch überlassen. Es ist eine Geschmackssache. So, nach 25 Minuten gehen sieht das Ganze so aus. Und so kommt es jetzt bei mir in den Backofen.